Liebe Freunde, hier ist euer Fadi. Willkommen zurück zu Cyberia 3 und zurück hier zu den Straußen, mit denen wir jetzt hier im Tunnel warten, weil wir hier halt schauen müssen, dass wir irgendwie die Fledermäuse verscheuchen und dementsprechend irgendwie etwas finden, womit wir sie verscheuchen können. Wir haben so ein Holz schon mal eingesammelt, ein Tuch und so weiter. Das erinnert schon so daran, als wenn man irgendwie irgendwas ähnliches wie eine Fackel bauen muss. Catwalker. Mhm. Was tun Sie hier, Oscar? Oh, nichts. Ich genieße nur die Stille hier. Ich fühle mich gewissermaßen sicher. Mhm. Von Madame Ayahuasca zum Beispiel? Sagen wir einfach, dass ich extrem dankbar wäre, wenn Sie ihr nichts von meiner Anwesenheit verraten würden. Wissen Sie, wozu diese Luftschleuse dient? Ich denke, sie wurde zur Zeit des Vorfalls installiert, der diese Stadt verwüstet hat. Sie muss zur Dekontaminierung der Strahlungsanzüge gedient haben, die die Rettungskräfte draußen trugen. Hm. Und sie ist strahlensicher? Absolut. Ohne sie wären ihre organischen Komponenten jetzt völlig verbrannt und würden, fürchte ich, gerade verrotten, Catwalker. Verstehe. Danke für diese interessante Diagnose. Metall hat auch manchmal seine Vorteile. Ich brauche Hilfe, um die Fledermäuse loszuwerden, die unseren Weg blockieren. Potenzielle Bedrohungen veranlassen Tiere zur Flucht, Catwalker. Bei der Bedrohung kann es sich um Feuer, Wasser, Lärm oder generell alles handeln, das ihre körperliche Unversehrtheit gefährdet. Hm, bis bald, Oscar. Ja, Catwalker. Interessant, Leute. Ich will mal ganz kurz gucken, der Tisch, der da ist, der muss schon einen Zweck haben. Jetzt ist der Tisch frei. Kann ich jetzt basteln? Feuerzeug. Asche. Praktisch für Selbermacher. Versuchen wir etwas anderes. Okay. Praktisch für Selbermacher. Ah, Moment. Was mache ich denn jetzt mit dem Seetank? Jetzt haben wir so eine Art Fackel jetzt.
Ich glaube es nicht. Die Leitung in der Decke zu öffnen, okay. Dann müssen wir hier mal wieder zu Oskar. Die beengte Atmosphäre hier scheint Sie zu beeinträchtigen, Kate Walker. Ich bin nicht klaustrophobisch, Oscar. Die Lösung zu unserem Fledermausproblem liegt draußen. Und ich habe keine Idee, wie ich dorthin kommen soll. Dort oben herrscht eine enorme Strahlung. Wenn Sie für diese Aufgabe jemanden brauchen, der wirklich unempfindlich gegen Strahlung ist... Wenn es so jemanden gäbe, würde das unsere Probleme lösen. Sicher. Darf ich Sie daran erinnern, dass ich ein verbessertes Modell XZ-2000 bin? Oh, Sie meinen Sie? Natürlich beeinträchtigt mich der osteoarthritische Rost etwas, aber ich sollte es schaffen, Kate Walker. Ja, dann los! Ich bezweifle nicht, dass Sie es schaffen, aber es könnte dort oben wirklich gefährlich sein. Glauben Sie... Ich fürchte, dass Ihre Auswahl an Kandidaten sehr begrenzt ist, Kate Walker. Wenn Sie darauf bestehen? So, los, mein Junge. Ach, jetzt sind wir in der Haut von Oscar. Ja gut. Ist doch wunderbar. Ist einer dieser Hunde. Dass die hier noch rumfliegen. Kate Walkers Verfolger. Ich sollte mich beeilen. Die fraglichen Leitungen, sie zu öffnen, scheint mir ein Kinderspiel. Ja, wo? Es funktioniert nicht. Besser nicht, solange der Motor aus ist. Machen wir lieber keine Fehler à la Kate Walker.
Sehr schön. Dass man sogar den Schlüssel umdrehen muss, ne? Das macht mich kirre. Sollten wir ja irgendwie die Leiter hier unten bewegen können. Oh, super. Keine Möglichkeit zum Öffnen. Verschweißte Kanten. Es funktioniert nicht. Dieses Gitter ist eine Beleidigung für die Zunft der Kesselbauer. Und sozusagen Sand in unserem Getriebe. Ich habe nichts anderes. Das geht so nicht. Dieses Gitter ist eine Beleidigung für die Zunft der Kesselbauer und sozusagen Sand in unserem Getriebe. Müssen wir was finden? Aber was? Moment, habe ich da was gesehen? Netter Raum. Netter Raum. Muss es doch irgendwas geben, Leute. Von dort kommen wir. Es muss hier doch irgendwas geben, was wir nutzen können. Das Ding fehlt. Hallo? Jetzt ist schon wieder die Maus weg, Leute. Wie weich.
Donnerwetter. Oh, gute Güte. Oh nee, komm schon. Gute Güte. Also wenn ich hier rauf schaue, jetzt hängt's schon wieder. Na, jetzt können wir halt nicht. Nee, ne? Ich kann hier nichts klicken. Nö, ich kann hier nichts klicken. Ich habe jetzt mal so ein bisschen abgewartet, um zu gucken, ob es irgendwie wieder so ein Hänger ist. Nee, wir müssen uns weiter umschauen, Leute. Irgendwas übersehen wir hier eventuell. Also hier drin, hier kommen wir nicht hin. Wir lassen uns hier nicht rein. Ist hier noch andere Sachen, die wir uns anschauen können? Übersehen wir hier irgendwas? Na, hier hinten hin können wir auch nicht. Entschuldigt, ihr Lieben. Ich frage mich, ob ich hier irgendwas übersehe. Nein, ne? Also hier ist nichts. Gibt es weitere Gebäude? Was ist, wenn wir hier rüberlaufen? Hier? Kann man da hin? Was ist das denn hier? Eieiei, Leute. Da kommen wir hier, ne? Leute, ich bin gerade schon wieder so überfragt, ne? Irgendwas übersehe ich. Frage nur, was? Ne, da ist es nichts. Ah, hier ist was. Und irgendwas übersehen wir. Entweder übersehe ich was hier auf dem Platz. Oder hier vielleicht was am Feuerwehrauto. Was ist denn hier?
Nee, das machen wir nicht. Das ist doch das hier wieder. Ja, klar. Netter Raum? Was heißt denn netter Raum? Was soll denn das? Leute, irgendwas übersehen wir hier. Also ich übersehe es. Hier übersehe ich doch was, oder? Die lassen uns hier nicht rein. Bitte geh raus. Hier komme ich her, oder? Leute. Man sonst in dieses Gebäude hier irgendwie rein? Hier war doch so ein Gebäude. Was war? Oh, jetzt bin ich in so einem. Was war hier? Warum konnte ich da reinschauen, aber nicht selbst rein? Warum kann ich hier? Ah, oh nee, ne, oh. Gibt's hier noch was? Ich glaube, jetzt können wir mit dieser Stange das beheben, ne? Oh, Leute, ich krieg hier echt ein, ne? Also, die Bedienung macht mich kirre. Und ab und zu, ne, so, man sieht die Sachen nicht, ne? Eieiei, ist das anstrengend. Aber es ist halt das Spielprinzip, ne? Muss man durch. Und am Ende, die Story ist ja schon geil. Ich sehe gerade,
wir sind auch am Ende einer Folge. In der nächsten geht's dann hier weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's bis dahin gut. Ciao, ciao. Euer Afari.